Dann gucken wir uns jetzt ganz kurz nochmal Datenstruktur einer Liste an. Und zwar verkettete Listen. Da haben wir typischerweise irgendwie so eine Struktur, dass wir also irgendwie Elemente haben. Da haben wir einen gewissen Inhalt drin. Ja, das kann jetzt, in unserem Beispiel wird das jetzt wieder sein, dass wir da eine Zahl haben. Aber das kann natürlich alles Mögliche sein. Ja, das kann beispielsweise irgendwie eine Liste von Studierendendaten sein, ja, mit irgendwie Matrikelnummer, Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und so weiter. Ja, und aber auf jeden Fall haben wir irgendwie eine weitere Information, einen Zeiger auf sozusagen das nächste Element. Und damit kriegen wir hier im Prinzip eine sequenziell angeordnete oder eine sequenzielle Anordnung der Elemente. Ja, wir brauchen irgendwie einen Zeiger auf den Anfang und wir müssen am Ende irgendwie markieren, wenn die Liste halt entsprechend leer ist, wenn die zu Ende ist. Also wir haben irgendwie als das Ganze als zeigerbasierte Implementierung von verketteten Listen. Ja, was uns dabei natürlich sofort auffällt, ist, wir können, wenn wir jetzt auf ein bestimmtes Element zugreifen wollen, ja, dann schaffen wir es nicht, dass wir beispielsweise direkt auf dieses Element zugreifen. Ja, wir müssen uns da wirklich sequenziell durchhangeln, wenn wir jetzt eine bestimmte Information haben wollen. Auf der anderen Seite hat das den Vorteil, sage ich mal so, vorausgesetzt mein Speicher, den ich insgesamt zur Verfügung habe, ist genügend groß. Ja, es gibt jetzt hier erstmal keine Beschränkung für die Größe dieser Liste. Ja, das ist bei so einem Array anders. Da definiere ich mir ein Array der Größe n beispielsweise. Ja, dann kriege ich da auch nur n Elemente rein. Ja, hier kann das ganze Ding im Prinzip beliebig groß werden. Ich kann das Ganze als einfach verkettete Liste machen. Das wäre das Beispiel hier. Ja. Einfach verkettete Liste. Ich kann natürlich auch sagen, naja, ich packe jetzt beispielsweise immer noch jeweils einen Zeiger und mit unten drunter. Ja. Und lasse den beispielsweise auch wieder zurückführen. Ja. Dann hätte ich sowas wie eine doppelt verkettete Liste. Das hat den Vorteil, dass ich dann nicht nur in eine Richtung laufen kann, ja, hier sozusagen von links nach rechts bei der einfach verketteten Liste, sondern ich kann halt auch wieder zurücklaufen. Ja, und da kann man sich natürlich gerade in so Programmiersprachen wie C alles Mögliche vorstellen. Da kann ich hin und her verzeigern. Man verläuft sich sicherlich auch leicht. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber da habe ich dann halt eine etwas flexiblere Struktur, um da jetzt in der Liste hin und her zu laufen. So, dann was kann ich noch machen? Ich kann die natürlich auch hier, wenn ich jetzt beispielsweise sage, wir nehmen wieder das Beispiel von so Studierendendaten. Ich kann die natürlich sortiert oder unsortiert anlegen. Ja, also wenn ich die sortiert führe beispielsweise, ja, dann habe ich hier halt irgendein Ordnungskriterium. Nehmen wir als Beispiel eine Matrikelnummer bei Studierenden. Ja, und dann würde ich jetzt beispielsweise, wenn ich sage, okay, das ist hier die Matrikelnummer 4711 und das ist hier die 5117, hier ist irgendwie 5327 und so weiter. Und ich würde jetzt beispielsweise, oder ich möchte den oder die Studierende, nehmen wir mal 4819 einfügen. Ja, dann kann ich die nicht an beliebiger Stelle einfügen, wie ich das im Fall der unsortierten Liste machen würde. Ja, in dem Fall würde ich dieses Element einfach hier hinten dranhängen. Ja. 4819, ja, dann gibt es auch irgendwie Zeiger. Den würde ich einfach irgendwie hier umbiegen, den Zeiger. Das geht dann irgendwie hier auf 0. Das wäre also irgendwie der Fall der unsortierten Liste. Ja, da muss ich mir keine Gedanken machen, dass ich sage,
An welcher Stelle füge ich das denn jetzt ein? Ich füge es einfach am Ende ein. Und wenn ich beispielsweise neben dem Zeiger auf den Anfang auch immer irgendwie einen Zeiger auf das Listenende habe, kann ich da irgendwie direkt drauf zugreifen. Oder was ich auch machen könnte, ja, ist noch viel einfacher. Ich füge den nicht am Ende ein, diese Position, sondern ich füge die gleich am Anfang ein. Ja, ich habe einen Zeiger hier auf den Listenanfang. Ja, und dann hänge ich das sozusagen nicht hier hinten ein. Nehmen wir gleich mal wieder weg hier. So, wir machen das mal so. Wir fügen das hier hinten, hier vorne ein, lassen das Ende unverändert. Ja, und ich würde den sozusagen streichen. Ich würde den Listenanfang auf das Element zeigen lassen. Das geht dann hier auf das. Ja, und schon bin ich fertig. Es geht sozusagen in O von 1. Im Fall einer sortierten Liste müsste ich halt einmal durchlaufen. Ja, dann müsste ich einmal durch die Liste durchlaufen, hier anhand der Matrikelnummern beispielsweise vergleichen und würde dann feststellen, okay, das Element kommt hier rein. Ja, ich würde den Zeiger umbiegen, der kommt dann hier hin und den Nachfolgerzeiger würde ich da drauf geben. Entsprechend aufwendiger, und wenn ich ein Element einfüge, was sozusagen ganz ans Listenende kommt, dann habe ich halt einmal O von N Aufwand für die Einfügeoperation. Ja, die Liste formal beschrieben. Machen wir auch ganz kurz. Das hatte ich gerade gesagt. Ja, ich habe typischerweise so diese Operationen. Ja, ich muss irgendwie eine Liste erzeugen, ich muss einfügen, das haben wir gerade schon gemacht. Ich muss irgendwie vorwärts laufen, ich muss ein Element löschen. Ich muss vielleicht das aktuelle Element irgendwie zurückgeben, um es dann auszuwerten. Ja, wenn ich beispielsweise irgendwie eine Adressinformation oder eine E-Mail-Adresse von einem Studierenden brauche, lese ich die halt einfach aus. Oder ich springe an den Listenanfang zurück und ich möchte wissen, ob ich am Listenende bin. Und eine Hilfsoperation zur Formulierung dieser hier. Ich gehe die jetzt nicht im Einzelnen durch. Sozusagen diese ganzen Axiome, wie die sich beschreiben. Ich denke, das können Sie sich vorstellen, wie so eine Liste arbeitet. Aber hier ist es sozusagen einmal vollständig beschrieben. Ja, sozusagen von der leeren Liste. Ja, die ganzen Operationen, die da eben genannt worden sind, will ich jetzt nicht im Einzelnen sozusagen drauf eingehen. Wir gucken uns aber ganz kurz die Realisierung an. Wir nehmen den Fall einer einfach verketteten Liste, also so wie sie hier oben irgendwie dargestellt ist. So, das ist im Prinzip, dass ich ein neues Element erzeuge. Ja, irgendwie rufen sie einen Konstruktor auf oder sie reservieren sich in C einfach irgendwie Speicherplatz jetzt für das Element. Key bezeichnet den Schlüssel oder den Wert, also in unserem Fall wäre das ein numerischer Wert. Ja, da tragen wir irgendwie noch nichts ein. Wir lassen den, also das, was da im Prinzip passiert, das kann ich einmal hier einmalen. Ich kriege im Prinzip einen Zeiger zurück auf das, so sieht das irgendwie aus. Ja, das wäre sozusagen jetzt in C-Sprache mit Zeigern sozusagen das Ergebnis dieses Aufrufes. Ja? Ein Zeiger hier auf das Element sozusagen und das wiederum zeigt auf sich selbst. Und der Eintrag selbst ist leer. Dann haben wir, genau, das habe ich noch nicht gesagt, wir haben zwei Zeiger oder zwei Informationen jetzt zu dieser Liste. Das eine nennen wir Current. Ja, das ist sozusagen Zeiger auf das aktuelle Element. Also wenn ich beispielsweise irgendwie da durchlaufe durch diese Liste, zeige ich das auf das aktuelle Element. Und wir haben einen Zeiger auf den Listenanfang. Ja, und wir sind sozusagen am Ende der Liste, wenn der Zeiger auf das aktuelle Element und der Zeiger auf den Listenanfang, wenn die identisch sind. Das definieren wir als Listenende. Was haben wir noch? Ja, das ist sozusagen, da erzeugen wir jetzt eine Liste. Eben haben wir ein neues Element erzeugt. Hier erzeugen wir eine Liste. So, da sage ich, ich setze den Zeiger sozusagen des Listenanfangs und des aktuellen Elementes, zeige ich sozusagen, lasse ich auf ein neues, noch leeres Element zeigen. Ja, das ist sozusagen dann hier die Situation, die ich dann habe. Dann das Einfügen. Wie funktioniert das Einfügen?
Das machen wir so. Dann gehe ich noch mal hier rüber auf das OneNote. Also ich erzeuge im Prinzip ein neues Element. Das ist das Ergebnis von dem Create, wie wir es eben hatten. Ja, sozusagen eine leere Liste. Und so, jetzt so wie ich die Dinger hier implementiert habe, was passiert, wenn ich jetzt ein neues Element einfüge? Ja, auch hier müssen wir new hinschreiben. Oder neues Element. Erstelle ich mir. Da trage ich jetzt, also ich möchte das Element x eintragen, da sei jetzt irgendein numerischer Wert. Das trage ich da ein, schreibe ich immer da oben rein, ja, sozusagen der Key. Der Key von dem Element, von diesem neuen Element ist x. Dann setze ich sozusagen den Zeiger von dem, von diesem Element. Ja, wo setze ich den jetzt hin? Ich setze den auf den Nachfolger vor dem Current. Ja, das ist sozusagen der hier. Ja, da setze ich den jetzt drauf. Den setze ich hier drauf. Und den hier, den Nachfolger von dem aktuellen, das ist genau der hier, den lasse ich auch darauf zeigen. Zack. Der kommt weg. Und den setze ich dafür dahin. Also im Prinzip baue ich jetzt hier so eine zirkuläre Liste auf. Und wenn ich jetzt noch ein Element eintrage, sagen wir mal, wir tragen jetzt noch irgendwie y ein, was passiert dann? Das male ich jetzt mal hier hin. Das sei jetzt noch ein Element, was ich eintrage. Zeile 2 habe ich gemacht. Jetzt setze ich das Current, sitzt nach wie vor hier auf dem Listenanfang. Je nachdem, wo ich jetzt einfügen möchte, jetzt in dieser Situation, wo das Current hier vorne sitzt, würde ich wie folgt eintragen. Ich würde sozusagen das hier auf dem Nachfolger von dem Current setzen, also da drauf. Und den Nachfolger von dem Current würde ich zu dem machen, was ich jetzt gerade angelegt habe. Das heißt, ich würde sozusagen jetzt immer von vorne einfüllen, von vorne auffüllen und sozusagen muss dann zum Einfügen nicht durch die komplette Liste durchlaufen. Wenn ich jetzt hier, was ich jetzt nicht gemacht habe, wenn ich jetzt hier sozusagen den Current auf das aktuell zuletzt eingefügte Element lasse, ja, dann sähe die Situation anders aus. Ja, dann würde ich sozusagen am Ende einfügen. Habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich lasse den hier vorne stehen. Also es hängt in diesem Fall davon ab, wo ich sozusagen dieses Current belasse. Okay, das Löschen, das steht hier unten schon. Das ist dann die nächste Operation. In dem Fall würde ich jetzt sozusagen den hier einfach umhängen, diesen Zeiger. Ja, würde den sozusagen direkt hier drauf zeigen lassen, ja, und hätte das sozusagen dadurch gelöscht. Also was ich jetzt hier nicht gemacht habe, ich habe jetzt hier keinen Speicherplatz aufgeräumt. Ja, das müsste ich machen, hier sozusagen den Speicher wieder vernünftig freigeben, zumindest in Programmiersprachen, wo man sich selbst drum kümmern muss, wie das in C der Fall ist, dass ich da sauber irgendwie aufräume. Habe ich jetzt hier nicht gemacht. Wenn ich das Element ausgeben möchte, das sind sozusagen diese grünen Zeilen hier noch, die habe ich jetzt hier auskommentiert. Wenn ich sozusagen das Element, was ich löschen möchte, noch mit ausgeben möchte, ja, dann müsste ich diese sozusagen beide mit einblenden hier und dann hätte ich das Element, würde ich hier entsprechend zurückgeben. Beim Weiterspringen, Advance, ja, setzen wir einfach sozusagen diesen Zeiger Current, ja, auf den Nachfolger von Current. Ja, wenn das hier sozusagen ist, dann setze ich den einfach da drauf, einfach ein weiter. Ich denke, das ist auch nicht so spannend. Das hatten wir gerade. Was haben wir noch? Ja, hier, ich habe es jetzt irgendwie so implementiert, weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe, dass ich hier sozusagen habe, ich gebe immer
das, den Nachfolger sozusagen des Currents aus. Das hat damit zu tun, dass ich am Anfang immer dieses Element stehen habe. Darum gehe ich sozusagen beim Zugriff auf das Aktuelle immer sozusagen auf das Next von Current, ja, damit ich hier dieses Element sozusagen ignoriere. Get haben wir, Reset, setze ich einfach die Zeiger um. Genau. Gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz durch, was das aufwandsmäßig bedeutet. Das ist O von 1. Ja, da habe ich irgendwie keine Operation, die alles nur konstante Laufzeitoperationen. Hier genau das Gleiche. Hier genau das Gleiche. Hier ebenfalls auch alles konstanter Aufwand. Weitergehen ist auch konstanter Aufwand. Wenn ich natürlich einmal durch die gesamte Liste durchlaufe, kann ich das nicht ignorieren, aber sozusagen, das würde ich ja in der Schleife machen, aber der einzelne Aufruf dieser Routine ist O von 1. Hier genau das Gleiche. Hier ebenso. Also alles O von 1 Operationen.